Mal verloren. Er hat gegen alle Großen schon gekämpft. Und er war mal nahe dran, Weltmeister zu werden. Er verlor gegen Holyfield einmal und einmal gegen Murat. Inzwischen ist er rund und fett geworden. Und das ist der Gegner. Corey Sanders aus Südafrika. Auch 27 Jahre alt. 18 Mal hat er gewonnen. Ist unbesiegt bisher. Und hat erst vor einigen Wochen seinen ersten Fight hier in den Vereinigten Staaten gemacht. Und hat da gewonnen. Der Ring steht im Resorts International in Atlantic City, New Jersey. Und das Ganze ist ein Fight der neuen Veranstaltungsserie Heavyweight Explosion. Und wir vom DSF werden einmal im Monat dabei sein, wenn eine solche Schwergewichtsparade präsentiert wird. Der Kampf hier zwischen Cooper in der schwarzen Hose und Sanders in der weißen Hose ist angesetzt über 10 Runden à 3 Minuten. Naja, da wollen Sie natürlich wissen, wenn Sie die beiden anschauen, wie sieht es denn aus mit dem Gewicht? Der 1,80 Meter große Bert Cooper hat 109,7 Kilo auf die Waage gebracht und der 8 cm größere Corey Sanders 99,7. Also 20 Pfund ist der Amerikaner schwerer als der hellhäutige Südafrikaner. Ja, da ist der Rechtsausleger schon ganz schön am Austeilen. Da flog ein Mundschutz raus. Dabei sollte eigentlich Bert Cooper gleich in den ersten Runden alles auf eine Karte setzen, denn man glaubt, dass der 27-Jährige, rund und schwerfällig geworden, nicht die Ausdauer haben wird, um über 10 Runden zu gehen gegen den austrainierten Cornelius Johannes Sanders. Er kommt aus Transvaal in Südafrika. Ja, jetzt kommt es darauf an, den Mundschutz wieder hineinzubringen, denn ohne diese Schutzvorrichtung soll nicht gekämpft werden. Es geht da doch um die Gesundheit der Boxer, genauer gesagt in diesem Falle um die Zunge, auf die man sich beißen kann, und das ist eine böse Geschichte. Ja, dieser kleine, bullige Bert Cooper, er hat gegen Foreman geboxt, gegen Ray Mercer, hat verloren, hat gegen Mike Weaver verloren, aber er hat auch gute Boxer geschlagen. Und wie gesagt, er verlor 92 einen Titelkampf gegen Michael Moore. Und er verlor den Kampf gegen den damaligen Weltmeister Evander Holyfield 1991. Ist ein bisschen ein Boxer, bei dem es auf und ab gegangen ist, hatte viele persönliche Probleme. Aber dieser Cooper hatte den damaligen Weltmeister Evander Holyfield zum ersten Mal in dessen Karriere am Boden, bevor er selber dann in der 7. Runde gestoppt wurde. Natürlich geht es hier um die ganz große Chance für den Corey Sanders. Er hat am 17. April in Kalifornien gegen Mike Brooks seinen ersten Fight gemacht in den USA. Und er gewann in der ersten Runde durch K.O. Jetzt also die zweite Runde. Er ist natürlich der schnellere Mann. Man könnte sagen, um ein bisschen das Bild seiner Heimat reinzubringen, eine schnelle Gazelle gegen einen etwas müde und vor allen Dingen auch alten Löwen. Und Löwen, die keine scharfen Zähne mehr haben, die haben auf der Weide eigentlich nichts mehr zu suchen. Vielleicht ein Schlüsselfight für diesen Bert Cooper.
wird Kubas versucht zu treiben. Will die Möglichkeit für einen Volltreffer suchen, aber da ist dieser Sanders noch zu schnell auf den Beinen. Profi seit 89 ist also behutsam aufgebaut worden, während Bert Cooper schon seit 1984 als Profi im Ring steht. Aber er hat natürlich mindestens 15 Pfund zu viel auf dem Leib. Da sollte jetzt aber Sanders weggehen. Oh, da kam die Rechte von Cooper. In der Ecke des Südafrikaners wird auch immer wieder signalisiert, sei schnell, biete kein stehendes Ziel und löse dich vom Seil. Aufregung beim Manager und Trainer Harold Vollbrecht und bei dem Cornerman Garrett, der speziell auf Platzwunden aufpassen soll. Ja, da schaut um die Ecke. Sanders, den man drüben in Südafrika den Bomber nennt. Der Rechtsausleger, jetzt kann er steckt schneller. Da drückt er mit seinen 109 Kilo, Bert Cooper. Er schmunzelt vor sich hin, so als ob er sagen wolle, Junge, das alles macht mir nichts aus, aber da bin ich doch sehr im Zweifel. Er kann eine schöne, harte Linke schlagen. Cornelius Johannes Sanders. Die letzten Sekunden in der zweiten Runde. Ja, das will er. Dichte Kreuzdeckung und dann einen Haken rausschlagen. Aber ja, beweglich oder flott oder schnell ist er natürlich nicht. Diese Heavyweight Explosion ist davon getragen, dass man glaubt, Schwergewichtskämpfe haben eine besondere Faszination, weil da mit einem Schlag alles ganz anders werden könnte. Und deswegen versucht man, eine solche Reihe auf die Beine zu stellen. Hier in der Ecke bei Bert Cooper, Lori, Conti und Velella. Viel Arbeit. Aber ob sie ihm das Wichtigste vermitteln können, was er braucht, nämlich Kondition, das bezweifle ich sehr. Ruhe in der Ecke des Südafrikaners, der ja weiter nach vorn gebracht werden soll. Und wer etwas werden will im Boxen, der muss, das hat man auch in Südafrika erkannt, ganz einfach in die USA. Dort werden die Weichen gestellt. Dritte Runde zwischen Bert Cooper, der von links müde in die Ringmitte schlurft, und Corey Sanders aus Südafrika, der große Bursche in der weißen Hose. Und wieder Aufregung in der Ecke von Sanders. Er soll weggehen, er soll die Beine benutzen. Aber jetzt kommt er, jetzt kommt er. Oh, das war ein Volltreffer. Das waren 6, 7, 8 Schläge. Und das schnauft Bert Cooper. Er nimmt, das war die Linke. Cooper unten. Was für eine Überraschung. Na, wenn man ihn sich ansieht, dann kann man sagen, also so überraschend ist das vielleicht nicht, weil der Bursche ja nicht austrainiert ist. Er will so am Ende seiner Laufbahn noch ein paar Dollar machen. Aber er bleibt natürlich gefährlich, wenn einer mit 109 Kilo mal einen Volltreffer anbringt. Aber jetzt ist es nicht um den anderen, sondern eher um ihn geschehen. Hoppla, hoppla. Und da gibt er auf. Was für ein klägliches Ende eines großen Boxers. Bert Cooper, der ungekrönte Champion, weil er immer nah dran war, weil er vor niemandem Angst hatte und weil er fast alle schon mal am Boden hatte, auch wenn er nicht gewonnen hat. Und Sanders ist weiter auf dem Weg nach vorn.
im 19. Kampf, der 9. Sieg und der 12. durch technischen K.O. oder durch K.O. Das war die Linke und da hatte Bert Cooper nun wirklich keine Lust mehr. Er schlägt, er ist völlig offen, wenn da einer aufpasst, dann ist natürlich auch ein Mann wie der Sanders abzufangen. Oh wei, da will er nicht mehr. Der müde, alte Löwe geht von der Steppe runter. Ja. Und das offizielle Urteil, Sieger also in der dritten Runde durch technischen K.O. Corey Sanders. Aus der Evans Center Arena.